Mit Köpfchen für den Kopf. Die Neck-Pro-Kopf-Stütze hilft im Falle eines Unfalls. Bei einem Heckaufprall wird das Auto nämlich durch die Wucht nach vorne geschoben und der Kopf des Insassen schleudert nach hinten. Um den Schleuderweg des Kopfes zu verkürzen, schnellt die Kopfstütze Neck-Pro beim Aufprall nach vorne. Nach einem solchen Heckaufprall muss die Neck-Pro-Kopfstütze zurückgesetzt werden. Und das geht bei der neuen C-Klasse ganz einfach von Hand. Ziehen Sie dazu das Polster nach unten und nach hinten, bis es einrastet. Wie man die Kopfstütze komplett ausbaut, zeigen wir Ihnen zur vereinfachten Darstellung an einem ausgebauten Sitz. Zuerst muss die hintere Sitzverkleidung weg. Die lässt sich einfach mit einem Kunststoffkeil von unten heraushebeln. Als nächstes müssen Sie die Steckverbindung der Kopfstütze trennen. Dann lässt sich diese Feder an der Kopfstützenführung mit einem kleinen Schraubenzieher entriegeln. Jetzt können Sie die Kopfstütze nach oben herausziehen. Um das Führungsrohr auszubauen, müssen die Widerhaken des Kunststoffrohrs von unten mit einer Zange abgezwickt werden. Dann lässt sich das Rohr von oben mit einem Schraubenzieher entriegeln und herausnehmen. Hier noch einmal das Funktionsprinzip des oberen Widerhakens. Es gibt drei verschiedene Arten von Führungsrohren. Das rechte Führungsrohr ist bei jeder Ausstattungsvariante das gleiche. Auf der linken Seite unterscheiden sich die Rohre der elektrischen und der mechanischen Kopfstützenverstellung. Die Feder des linken Rohrs rasten immer in die äußeren Begrenzungskerben ein. Im Gegensatz zur elektrischen Kopfstütze rastet die Führung der mechanisch verstellbaren Kopfstütze nicht nur rechts in die Begrenzungskerben ein, sondern auch in die Einstellungskerben auf der Innenseite der Stange.